So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Einen Tag, nachdem wir die Halle geeckt haben, ecken wir jetzt den Reitplatz. Haben wir zumindest gleich vor. Heute habe ich allerdings nicht so viel Zeit. Das heißt, ich habe Damon jetzt nicht besonders eingeflochten. Ich habe seine Mähne einfach offen und seinen Schweif einfach offen. Das Einzige, was ich bei seinem Schopf gemacht habe, ich habe es hier hinter die Trense halt gepackt, hinter das Geschirr sozusagen, damit das halt mit der Herr auch gut sehen kann. Gestern kam eine Nachfrage, ob Damon weiße Wimpern hat. Jein, er hat hier so ein, zwei lange weiße Wimpern von seiner Blässe. Gut, Digga, dann wollen wir mal anfangen, ne? Ich mache auch erstmal gleich anfangen. Ich habe meinen Helm nämlich tatsächlich gerade in der Hand, damit wir auch gleich schon mal einen gleich von Anfang an Bild machen können zusammen, ne, Digga? Ich musste seiner Entschuldigung sagen, man sieht, er ist wirklich groß, aber ich bin auch sehr groß. Und dadurch, dass denn der Helm dann noch mal höher ist, wirkt das kleine Pony hier wie ein kleines Pony, was er aber gar nicht ist. Nein, er ist 1,81 Meter, um ganz genau zu sein. Ne? Zwar nicht riesengroß, aber schon groß. Aber ich bin selber auch 1,90. Von daher ist das ja immer ein bisschen unfair, wenn ich neben ihm stehe. Wenn ich weiter oben gucke, so sieht er riesengroß aus. So und wieder nicht. Naja, er ist auf jeden Fall größer, als man vielleicht vermuten würde auf den Videos. Von daher, ne? So, wollen wir mal anfangen. Ich setze den Helm jetzt auf, zur Sicherheit, Safety first. Und vor allen Dingen auch, damit ich euch filmen kann, euch dabei haben kann, für euch filmen kann. So. Ja, seitdem ich die GoPro habe, mache ich alles nur noch mit Helm. So. Mal los, ne? Wir haben uns heute auch das beste Wetter dafür ausgesucht. Ne, Digga? Wo es heute mal die Sonne scheint, welche Ausnutzung. Morgen soll es ja schon wieder regnen. So. Kommst du einmal rum? Ja. Los, Gott. Und stehen bleiben. Und halt. So. Ich schieb das Ding mal ein bisschen vor. So, so ist ja prima. Ne? Schön fein. Schön halt. Prima. Oh, ist ja fein. Prima. So, ist ja fein. Ich hoffe, er lässt sich jetzt gerade nicht ablenken. Da steht nämlich hinter uns eine Stute. Die Kalpi ist sehr verdutzt, was ich hier gerade mache. Und ich hab, zum Glück lässt Damon sich von sowas nicht ablenken. So, prima, Dicker. Dann kann man los. Und vor. Komm. Prima. Na, Kalpi? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber die steht da total überrascht. Was macht der da? Darf der das? Die Stuten auf dem Paddock sind auch anscheinend sehr interessiert. Das war jetzt ein bisschen unfair, Mädels. Ist gut, Dicker. Lass die Mädels ruhig gucken. Hallo. Das findet sie ganz furchtbar, ne? So, komm. Schön langsam jetzt, ne? Nicht anstecken lassen. Super.
Prima. Ja, genau. Jetzt wird er wieder. Jetzt sind wir hier schön am Rand. Nein, lass dich nicht anstecken. Klasse. Prima, Dicker. Machen wir noch eine Runde so und dann machen wir den Kreis langsam kleiner. Wenn man hier so seine Runden dreht, kommt man ja auf so kleine, komische Ideen, ne? Ab und zu. Ich habe jetzt einen Ohrwurm. Mal gucken, ob ihr wisst, welcher Titel das ist, weil ich nur mein Refrain ich sage, den ich gerade im Kopf habe. Weiter. Wie war das so schön? Ich drehe jetzt schon seit Stunden hier so meine Runden. Ich finde keinen Parkplatz. Ich komme zu spät zu dir, mein Schatz. Weiter kenne ich den Text jetzt nicht. Kennt ihr bestimmt. Und eigentlich will man mich auch nicht singen hören. Von daher erspare ich euch, dass ich weiter singe. Und super. Wir machen jetzt auch direkt einen Seitenwechsel. Komm. Genau. Damit ihr auch mal seine Seite sehen könnt mit den schönen Haaren, ne? Und der schönen Mähne. Langsam immer länger wird. Ja, und der Franzi zeigen wir nochmal die Ecke. Günzi ist immer noch nicht interessiert. Also guckt. Was sagt Thea dazu? Uninteressant, sagt sie. Genau, schön in die Ecke rein. Prima. Sehr schön. Das gleiche machen wir hier unten auch nochmal. Komm an. Halt. Was können wir besser? Back. 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 Und halt. Und vor. Super. Sonnenuntergang. So, und halt. Super. Würde ich mal sagen, Mission erfüllt. Ja, ein bisschen ausgeschüttelt. Und halt. Hier, mein Dicker. Hast du super gemacht. Ja, siehst du. Guck mal, wie spät das ist. Du, wir können auch auf den Logierplatz gehen. Wollen wir das noch? Ja? Machen wir noch? So, dann wollen wir weitermachen, ne? Dann gehen wir doch auf den Longierplatz. Zeit haben wir noch. Und weiter, komm, vor. Damon, vor. Ja, vor, komm. Ich glaube, er hatte gedacht, wir sind fertig. Wobei, ich sehe gerade, nee, egal, das ist okay. So. So. Halt. Das wird jetzt interessant. Ich muss die nämlich anheben. Und weiter, komm. Komm. Halt! Halt! Mit einer Hand führen und so. Weiter geht's. So, hier rauf, komm. Und vor. Komm. Ah, 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 nein, nein, nein. Und vor. Ja, prima. Super. Hallo. Super, Dicker. Wir geben uns Mühe. Ja, ja, klar. Ist jetzt im Prinzip wieder frei. Na.
Aber danach wieder haken, ne? Machen wir mal andersrum, weil du bist eben ja schon die ganze Zeit auf der linken Hand gewesen. Können wir jetzt wieder mal rechte Hand machen weiter, ne? Super. Die Zügel noch durcheinander gekriegt, aber alles wieder sortiert. Heute auch gleich gelassen als Training für alle. Und halt. Geh mal einen Schritt zurück. So, genau. Damit da keine Spannung drauf ist. Halt. Prima, Dicker. Super. Ne? Hast du ganz fein gemacht. Hast du dein Hafer heute verdient. Ja. Dann mache ich die Dinger hier ab. Ist gut, Dicker. Ich bin hier, ne? Prima. So. Was denn? Bringe ich nachher weg? Will ich jetzt erstmal nur so weg, dass da keiner drüber stolpert. So. Super, Dicker. Ne? Dann können wir wieder ab in den Stall, ne? Bist fertig für heute. Und sieht auch gut aus. Dann komm mal mit. Na komm. Back, 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 back. Super. Prima. So, meine Hand schon mal weg. So, da sind wir wieder. Helm nehme ich wieder ab. Das war unser zweites Video vom nochmal Ecken. Gestern in der Halle, heute draußen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Ihm hat es gefallen. Er will es noch nicht zugeben. Und ja, wir freuen uns bis zum nächsten Mal. Vielleicht mal wieder beim Ausreiten oder auf dem Breitplatz reiten. Wir gucken mal. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt dran. Like da lassen. Danke. Tschüss.